So, und das ist halt die erste Eislaufzeit heute und das ist schon ein wahnsinniger Hype, würde ich mal sagen. Also insofern, wir sind sehr, sehr zufrieden, dass es die größte überdachte Freilufteisbahn ist, damit wir der Timmendorfer Eishalle nicht in die Quere kommen. Ansonsten gibt es tatsächlich in Schleswig-Holstein nur Eisbahnen, die nicht überdacht sind. Zumindest war es bis dato so. Und mir ist nicht bekannt, dass in diesem Jahr irgendwas dazugekommen ist. Darüber hinaus haben wir dann das Zelt selber. Der Überdachung ist jetzt 1000 Quadratmeter groß. Und wir haben es dieses Jahr ein bisschen erweitert, damit wir im Grunde das Herzstück, ich sagte es bei der Anfangsrede, das Herzstück ist ja die Eisbahn. Und die Eltern und auch viele Leute kommen hierher, um sich ein bisschen das Eislaufen anzuschauen. Und jetzt haben wir halt eben eine Getränkebude hier mit hergemacht. Wir haben die Möbelkraft-Erbsensuppe, die klassische Erbsensuppe, die ja traditionell irgendwie auch zu Möbelkraft gehört, wie Bad Segeberg und Möbelkraft zusammengehört. Und das ist jetzt die Erweiterung, die wir dieses Jahr gemacht haben. Und eben mehr Fläche zum Stehen und Verweilen, um dem Treiben auf der Eisbahn zuschauen zu können. Wir können bis zu 160, 170 Eisläufer gleichzeitig auf der Bahn haben. Dann ist es zwar schon voll, aber da kann sich jeder noch gut bewegen. Und wenn alle drauf sind, ist noch reichlich da. Also das heißt, wir haben deutlich mehr Paare. Aber, Achtung, ganz wichtig, viele, ich habe es ja auch eingangs gesagt, kommen ja des Öfteren hierher und die haben ihre eigenen Schlittschuhe. Das heißt, nicht jeder, der Schlittschuh läuft hier, braucht auch wirklich Schlittschuhe. Also der Erfahrungswert sagt uns, es reicht immer. Und das ist auch neu. Wir machen jetzt am Donnerstagabend ein Afterwork mit Disco-Musik und Spaß und Freude mit ein bisschen Lichtshow. Und dann geht das bis 21 Uhr. Seit ganz vielen Jahren haben wir eine Kooperation, so nenne ich es jetzt einfach mal, mit dem Hamburger Schlittschuhclub vom HSV. Und die stellen uns jeweils zur Eröffnung, schicken sie uns immer 5, 6 talentierte junge Mädels schicken sie hier vorbei. Und ja, das war eine tolle Vorführung. Die Events, die Möbelkraft auf die Beine stellt, die haben ja schon eine Tradition hier in Bad Segeberg. Und ich finde es toll, dass diese Tradition immer wieder neu gedacht wird, optimiert wird und sich weiterentwickelt. Und ich glaube, der Zuspruch seitens der Stadt natürlich, aber auch der Zuspruch seitens der Menschen in Bad Segeberg ist immens groß und das macht es besonders toll für uns und wertvoll als Stadt. Und wir freuen uns immer, wenn es wieder losgeht. Ich persönlich besonders, weil ich immer bei den Eröffnungen dabei sein darf. Aber auch für die Menschen in Bad Segeberg ist das, glaube ich, jedes Mal ein tolles Event. Und da sind wir sehr dankbar für, dass das hier mit Möbelkraft so möglich ist und dass Günter Lohse jemand ist, der immer hinter den Projekten steht und diese auch trotz schwieriger Lagen immer wieder auf den Weg bringt und durchsetzt. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.